Guten Tag. Mit diesem Lernvideo möchte ich Ihnen zeigen, wie man bei uns an der Kantonsschule Wettingen mit Quellenangaben umgeht, wie man die in Word richtig, korrekt und auch effizient erstellen kann. Ich beziehe mich bei diesem Lernvideo auf das Beispiel Ameisen, was Sie im Leitfaden Maturarbeit, aber auch im PU-Skript finden. Ich befinde mich hier in Word und habe bereits begonnen, da einen Beispieltext zu schreiben, den Sie ja vielleicht bereits kennen. Das ist dieses Beispiel der Ameisen aus diesem PU-Skript oder eben dem Leitfaden der Maturaarbeit. Es ist ganz wichtig, dass Sie Quellenangaben machen, weil sonst Ihre Arbeit als Plagiat gilt. Das heißt, so etwas abgeben ohne irgendeine Quellenangabe, das wird nie und immer akzeptiert. Des Weiteren ist es auch sehr praktisch, Quellenangaben, dass dann die Leser wissen, woher haben sie Informationen, dass sie das einschätzen können oder dort auch nachlesen können, wenn sie das Thema besonders interessiert. Gute Arbeiten zeigen sich durch eine hohe Quellenvielfalt aus, das heißt nicht nur alles von Wikipedia nehmen, sondern breite Vielfalt haben und auch durch eine präzise Angabe, dass dann möglichst jede Aussage ganz präzise mit einer Quelle belegt ist. Okay, starten wir. Ameisen sind insektenweit verbreitet, das hingegen ist Allgemeinwissen. Das sollte man ja kennen oder einmal kurz auf den Boden schauen, wenn man draußen ist. Da braucht es keine Quellenangabe, wird auch schwer sein herauszufinden, wer da überhaupt herausgefunden hat, dass Ameisen häufig sind. Ameisen gehören wie Bienen und Wespen zu den Hautflüglern, das hingegen, da gehört eine Quellenangabe dazu, weil diese Aussage, die habe ich ja irgendwo aus einem Buch oder von einer Webseite gefunden und muss die dann hier natürlich jetzt, richtig angeben. Wenn ich das einfach weiß, das ist natürlich schön und gut, wenn Sie da in der Bio damals gut aufgepasst haben. Schauen Sie aber trotzdem noch im Web oder im Buch nach, ob Sie das mit einer Quelle belegen können. Wie gesagt, einfach Aussagen so hinzustellen ohne einen Beleg, das ist nicht besonders gut. Ich habe das gefunden aus diesem Buch hier, Paris Buch der Insekten, und das gebe ich jetzt hier nun als Quelle an. Wir haben das System mit diesem Toreben-Style und hier auch diesen kleinen hochgeschriebenen Zahlen. Ich schreibe jetzt hier keine kleine 1, sondern es gibt im Word die Funktion, dass diese Fußnoten automatisch dazukommen. Das finde ich hier oben. Ich klicke hier auf Referenzen, also zuerst gehe ich hier den richtigen Ort hin. Dann klicke ich hier auf Referenzen und dann habe ich hier eine Fußnote einfügen. Das ist bereits mit diesem kleinen 1. Ich klicke hier drauf und bin gleich nach unten gesprungen. Wenn ich oben nachschaue, hat es hier diese 1 gerade gegeben. Jetzt müsste ich ganz genau an diese Vorgaben halten, die ich jetzt da abschreibe, respektive diesen auch in schriftlicher Form haben. Das ist jetzt kein Ort für Kreativität, das müssen Sie jetzt wirklich genauso übernehmen. Diese Angaben, die finden Sie alle im Buch, wenn Sie das vor sich haben. Wenn Sie das Buch nicht mehr haben, nur den Titel notiert, dann machen Sie einfach eine Websuche und schauen Sie da bei irgendeinem Online-Buchhändler nach, dort stehen auch diese Angaben. Das wäre hier der Autor. Wir schreiben immer zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen. Dann das Buch heißt hier Paris Buch der Insekten. Das ist hier noch kursiv geschrieben. Auch das muss ich hier übernehmen, die Schreibweise. Das ist vom Formatieren her immer gleich. Dann in Klammern kommt der Verlagsort. Auch das finde ich in der Regel im Buchdeckel, gleich auf der linken Seite ins Buch aufschlagen oder dann auch ganz zuhinter. Kosmos Verlags GmbH wäre hier der Verlag, auch der kommt hier hin, dann ein Komma, dann wichtig das Erscheinungsjahr, da müssen Sie präzise sein, weil es gibt auch mehrere Auflagen von diesem Buch, dass Sie die richtige nehmen und hier Komma Seite 218. Und das Ganze mit einem Punkt abschließen, hier noch die Angabe, wo ich das gefunden habe. Das heißt, wenn Sie das nicht glauben, können Sie genau hier nachschauen und dort sollte diese Angabe hier vorkommen. Das, wie gesagt, muss einfach so gemacht sein, dass Sie hier nicht eine Eckklammer setzen oder hier einen Strichpunkt, sondern das ist wirklich akribisch so übernehmen. Am besten da nicht so viele Gedanken machen. Gedanken können Sie brauchen für den Inhalt Ihrer Arbeit, aber nicht hier für die Kreativität in der Quellenangabe. In der Schweiz gibt es 130 Ameisenarten. Diese Information habe ich jetzt von einer Website gefunden. Das ist ja heute auch sehr üblich. Ich möchte die kurz zeigen, wo die herkommt. Das wäre dann hier diese Website vom Schweizerischen Nationalpark. Habe ich ja gefunden. Hier steht tatsächlich 131 Ameisenarten. Ich kopiere hier gleich mal die ganze Adresse, wenn ich das hier habe, und gehe wieder zurück in mein Word-Dokument. Dann
gebe ich hier die nächste Fußnote dazu, klicke einfach Fußnote einfügen und bin jetzt unten angesprungen. In Anführungszeichen ist der Titel der Waldameisen-Titel der Website durch war. Das war, wenn ich hier wieder kurz das zeigen möchte, steht hier Waldameisen, dass ich einfach den Titel nehme, der hier die Seite hier wirklich eine gute Aussage gibt. Waldameisen, dann kommt der Autor, respektive hier der Nationalpark Schweiz. Wenn der Autor eine Organisation ist, wenn Sie das nicht wissen, auch wenn Sie den Titel da nicht finden, was aussagekräftig ist, kann man das auch weglassen. Aber eben je mehr Informationen, desto besser. Ein Komma, dann hier über die Zwischenablage kann ich jetzt hier oder einfach mit Ctrl-V respektive Command-V auf dem Mac kann ich hier die Seite hinzufügen. Dann ein Komma und hier Zugriff am, heute haben, wie ich das Video erstellt habe, 9.04.2020. Der Zugriff hier ist wichtig, weil das kann sein, dass sich die Seite aktualisiert, später vielleicht mehr Ameisen entdeckt worden oder vom Biodiversitätsverlust her vielleicht sogar weniger, dass das dann hier nachschauen kann, okay, das ist schon älter her, das war vielleicht damals doch korrekt gemacht worden. Da hat es automatisch den Link hier eingefügt. Das kann man so lassen. Das kann praktisch sein, in der Leser und Leserin später ein PDF liest, kann man einfach dann draufklicken und das funktioniert. Sie können das auch entfernen, dann schaut es besser aus, wenn man es ausdruckt. Wie Sie das machen, wichtig ist, dass Sie konsequent sind. Nicht einmal das Link lassen und einmal entfernen, sondern das konsequent beibehalten. Also immer gleich machen. Das ist mal das A und O bei den Quellenangaben. Ich möchte hier kurz zeigen, wie man entfernen kann. Ich klicke mit der rechten Maustaste darauf und kann hier auf Link entfernen klicken und das ist jetzt nun normaler Text. Sie haben gesehen, es hat hier automatisch eine 2 hinzugefügt. Ich kann natürlich jetzt auch dazwischen noch eine Quelle machen, das Ganze umherschieben oder natürlich bei nächster Arbeit hier noch sehr, sehr viel mehr Text schreiben und diese Nummern passen sich automatisch an. Das heißt ja nicht von Hand schreiben, sondern hier immer über Referenzen Fußnote einfügen. Machen. Es ist nicht fertig. Das ist erst ein Teil. Das heißt, wenn Sie da weitere Seiten schreiben, erscheinen die dann immer durchnummeriert mit 3, 4 auf der nächsten Seite und so weiter. All Ihre Seiten, die Sie in der Arbeit schreiben. Am Ende kommt aber noch zusätzlich, und das ist nicht angestattet, sondern zusätzlich ein Quellenverzeichnis hin. Das Ende bei meiner Mikroarbeit wäre hier schon auf Seite 2, Titel Quellenverzeichnis, Bücher und Zeitungen. Da werden die Bücher nochmals aufgelistet. Das kann ich mir einfach machen, indem ich hier das einfach kopiere, Command-C auf dem Mac, Ctrl-C auf dem Windows und hier einfach einfüge. Das ist das Gleiche. Zwei Dinge sind zu beachten. Hier hinten ist die Seite nicht da, weil der Zweck hier hinten ist, dass hier alle Bücher und Zeitungen aufgelistet werden. Wenn ich jetzt mehrmals hier aus diesem Insektenbuch zitieren würde, kommt das Buch hier hinten trotzdem nur einmal hin. Das ist quasi eine Übersicht, wie viele Bücher haben Sie verwendet. Das wäre bei meiner Mikroarbeit genau ein Buch gewesen. Die Bücher, die sortieren Sie hier auch nach dem Autor alphabetisch. Sie wäre ja zu Beginn, da kämen dann die ersten Autoren. Gleich läuft es bei den Webseiten. Auch die werden hier kopiert und kommen hier an separaten Titel unter Webdokumente hin. Auch hier kann ich es einfügen. Der Zugriff, der bleibt hier. Da hat es ja keine Seitenangabe. Auch die werden dann alphabetisch sortiert. Ich habe bereits begonnen mit dem Abbildungsverzeichnis. Abbildungen, Bilder funktionieren nämlich anders. Ich möchte es Ihnen auch kurz zeigen. Zuerst müssen wir aber hier jetzt überhaupt ein Bild einfügen. Ich gehe hier mal auf die erste Zeile. Ich möchte jetzt gleich hier eine Abbildung einfügen. Dazu habe ich bereits vorhin eine kleine Google-Bildersuche gemacht für Waldameisen. Ich möchte Ihnen kurz zeigen. Das schaut so aus. Hier einfach Waldameisen, einige Bilder ausgewählt. Wir können ja, dann nehmen wir das hier. Das klicke ich jetzt einfach drauf und wähle Kopieren. Ich wechsle wieder ins Word. Und kann hier einfach dann hier einfügen und das wird hier einfach als Bild hier eingesetzt. Gleich ein Tipp, schauen Sie, dass das Bild so ausschaut, das heißt nicht irgendwelche Wasserzeichen darauf vom Copyright her, die dürften Sie sowieso nicht verwenden und das macht sich dann ganz schlecht, wenn es dann noch ein großes C darüber hätte. Und eben auch, dass die Auflösung einigermaßen passt und dass das Bild groß genug ist, das heißt am besten hier nicht so, dass das Text hier das Ganze umfließt, sondern hier hinstellen. Jedes Bild muss hier beschriftet sein. Mache einfach mal Abbildung,
Bildung 1 und Doppelpunkt und schreibe hier kurz hin die rote Waldameise. Und ganz gut oder notwendig sogar ist es denn, dass hier im Text noch referenziert wäre. Das heißt nicht nur einfach eine Ameise zur Auflockerung dazwischen, sondern sollte dann hier etwas stehen. Eben den Aufbau der Ameise sieht man gut in Abbildung 1, sodass ja jedes Bild hier wirklich auch einen Zweck erfüllt. Das reicht schon, Abbildung 1. Und das kommt dann auch im Quellenverzeichnis hin. Das heißt, hier brauchen wir keine Referenzen und dann hier noch Fußnoten hinzufügen. Die Abbildungen funktionieren anders. Abbildung 1 ist klar, später kommt dann Abbildung 2 und so weiter. Es gibt auch die Möglichkeit, das automatisch in Word zu machen, aber obwohl ich da ein Fan von Word bin, finde ich das doch etwas aufwendig, weil von Hand geht das doch ziemlich gut. Aber fühlen Sie sich da frei, da auch diese Funktion in Word einfach mal auszuprobieren. Abbildung 1, da käme dann hier auch die Abbildung hin. Das heißt, hier käme dann ähnlich, das ist genau gleich aufgebaut wie von der Entschuldigung, vom Weblink her, das wäre dann die rote Waldameise und hinten käme dann wieder, woher das ist, das wäre dann hier der Link, den wechsle ich wieder hier, kann hier einfach auf, sagen wir Link kopieren, klicken, wechsle wieder zurück und füge den ein und genauso sollten Sie es nicht machen. Das ist eine sehr kryptische URL und da steht am Anfang Google, weil das erst diese Resultatseite von der Google Bildersuche, die ich genommen habe, das ist gar nicht, wo das tatsächlich vorkommt. Das heißt, hier wieder rückgängig machen, ich mache das jetzt richtig, wechsle wieder zurück in meine Google Bildersuche, klicke hier auf das Bild und jetzt sehe ich auch, aha, das kommt von ahab.c.de oder wie das immer heißt. Das ist hier von dieser Seite her, wurde das Bild hier genommen. Das heißt, ich muss diese URL kopieren, wechsle dazu wieder zurück ins Word, füge das hier ein und das hier ist nun das Korrekte und nicht, was wir vorher hatten. Zugriff am, das wäre immer noch der 9.4.2020, auch beim Bild ist es wichtig. Und da ich ja vorher das entfernt habe, muss ich hier den Link ebenfalls entfernen, eben das Ganze muss hier konsequent sein. Machen Sie da Abstand dann für Abbildung 2, auch oben bei den Quellenangaben, sodass dann klar ist, wo das nächste beginnt, nicht dass wir hier das Ganze zu dicht haben. Das wäre das Wichtigste gewesen zu diesen Quellenangaben und Abbildungsangaben. Sie finden, wie gesagt, in diesem PEU-Skript im Leitfaden Naturarbeit noch weitere Beispiele und noch präzisere Angaben, auch wie das mit Interviews funktioniert oder mit Zeitschriften oder Videodokumenten. Aber grundsätzlich halten Sie sich an die Regeln dort, machen Sie das automatisch und eben, das ist nicht ganz so schlimm, wie Sie vielleicht das schon befürchtet haben. Das wird auch sicher gut gehen, sodass Ihre Arbeit dann inhaltlich, aber auch formal, dann hier wirklich auf hohen Standard sein kann.